Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Crytek's Let's Plays. Mein Name ist Sera und ich präsentiere euch mein neues Let's Play. Und zwar Grid 2 bzw. Race Driver Grid 2, der Nachfolger vom Grid 1. Was ich nebenbei auch noch am Let's Playen bin, das werde ich natürlich noch weitermachen. Das steht außer Frage. So, ich starte das jetzt gerade schon das zweite Mal. Das erste Mal habe ich aber nur Einstellungen gemacht und habe dann das Save Game gelöscht. Damit ihr jetzt komplett frisch dabei seid. Hier, nochmal Start, so. Inhalte suchen, ja, machen wir ein bisschen schneller hier. Autosave-Warnung. Oh, ich hoffe, da hat jetzt nicht... ich wollte eigentlich mit Controller spielen. Ich hoffe, da hat jetzt meinen Controller genommen. Habe ja extra die Sachen eingestellt dafür. Ich glaube, weil ich ganz am Anfang nicht mit Controller-Start gedrückt habe, sondern mit Dings... mit der Tastatur hat er jetzt wahrscheinlich Tastatur genommen. Ich hoffe nicht. Ansonsten muss ich das gleich wieder umstellen. Ah, dann hätte ich das gar nicht starten brauchen. Dann hätte ich das auch jetzt so lassen können. So. Mal gucken. Noch ist er im Ladebildschirm. Ach ja, ist auch meine erste Full-HD-Aufnahme, weil ich habe mir gedacht, so ein neues Spiel mit einer sehr schönen Grafik, sage ich schon, kann man auch ein bisschen höher aufnehmen. Ich sehe gerade Chicago Flussufer, das erinnert mich schon mal an Guild Wars 2, da bin ich auch auf dem Flussufer-Server. So, na? Ah, das ist wieder so ein Prolog-mäßig wie im ersten Teil, dass man direkt so ein Rennen fahren darf. Einführung. So, geht das Controller oder muss ich Tastatur? Okay, das ist unsere Chance, uns einen Tastatur. Namen zu machen. Verdammt. Kann man neu starten? Ah, da sind direkt Optionen. Dann kann ich vielleicht direkt nochmal auf nochmal Grafikoptionen nachgucken. Ich habe das eigentlich alles hochgestellt. Ja, ist auch hoch noch. Steuerung. So, warum hat er jetzt Voreinstellungen wählen? Und zwar Logitech Dual. Bestätigen. So, jetzt nochmal hier gucken. Nach links steuern ist nach links. Nach rechts beschleunigen hinten stimmt. Das stimmt auch. Handbremse stimmt. Nach hinten schauen. Ah ne, jetzt habe ich wieder Handbremse ausgewählt. Kamerawechsel ist nämlich 4, nicht 6. Nach hinten schauen mache ich mal. Auf welche Taste mache ich das? Auf die. Dann haben wir nämlich Rückblende. Die kommt bei mir immer auf Select. Bin das so gewohnt. Pause. Ach ja, war 10. 10. Na, komm. So. Nach links schauen ist nach links und nicht nach rechts. Nach unten. Nach rechts, nach rechts. Nach oben, oben und unten, unten. So, das war's. Mehr kann man auch nicht einstellen. Dann seht ihr auch direkt mal hier die Optionen und so weiter. So, und neu starten. Wirklich neu starten, ja. Wenn du den Leuten ein gutes Spektakel zeigst, wird sich das sicher auszahlen. Okay, so. Gleich wird sich unsere harte Arbeit endlich auszahlen. Also, fahr raus und steh deinen Mann. Dann kann nichts schief gehen. Ja, der redet sehr viel. Ich hoffe auch soundmäßig ist es jetzt nicht zu laut. Ich glaube, ich stelle das gleich schon mal ein bisschen runter zur Not. Ja. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal etwas über das Spiel sagen. Und zwar, leider, ihr werdet merken, ich fahre gerade nicht in Cockpit-Ansicht. Und zwar gibt es keine Cockpit-Ansicht. Haben sie leider rausgenommen. Ich kann jetzt mal die wechseln. Normalerweise wäre jetzt die Cockpit-Ansicht kommen, kommt sie aber nicht. Und es ist auch nochmal ein ganz großes Stück mehr auf Arcade rübergegangen. Arcade-mäßig meine ich halt mehr so Need for Speed-mäßig. Weil Grid 1 kommt. Du kannst den Führenden noch abfangen. Lass ihn hinter dir. Oh, ne, da mach ich mal eine Rückblende.
Macht nichts. Ihr könnt auch die Rückblenden direkt sehen. Am Renntag kann immer mal was schief gehen. Schauen wir mal, wie es hätte laufen können. Such dir in der Wiederholung den perfekten Zeitpunkt aus, ab dem du weiterfahren möchtest und wähl die Rückblende. Ah, super. Was hat die Rückblende jetzt gebracht? Aber ihr seht halt, Rückblende kann man nicht einfach wieder zurück und vorspulen. Man kann einfach nur wirklich automatisch zurückspulen und an einer Stelle muss man einfach weiter drücken. Also nochmal Rückblenden-Taste. Man kann das jetzt nicht mehr so schön aussuchen wie im ersten Teil. Wo war ich? Ach ja, ist halt mehr wie Need for Speed, weil der erste Teil war ja schon eine Simulation, kann man sagen. Und nicht Arcade, es war wirklich mehr in Simulation rein. Jetzt ist es mehr Arcade, es macht trotzdem auf jeden Fall halt dieses eine Rennen, dieses hier, das habe ich eben schon mal gefahren. Macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt schön die Nerven bewahren. Wir stehen kurz vor dem größten Erfolg unserer Karriere. So. Sensationell! Die Begeisterung ist unglaublich. Du ahnst gar nicht, wie viele Kameras und Mikrofone auf dich gerichtet waren. Du hast heute wirklich ein Zeichen gesetzt. Du. Ich bin Patrick Callahan. Anscheinend haben deine Videos in der Renn-Community ziemlich eingeschlagen. Cool, YouTube auf YouTube. Ich bin auf der Suche nach einem aufstrebenden Fahrer, mit dem ich einen meiner Pläne in die Tat umsetzen kann. Falls du Interesse hast, biete ich dir die Möglichkeit, mir beim Aufbau der größten Rennserie der Welt zu helfen. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Ich habe für dich einen Testtag auf dem Indianapolis mit 2 organisiert. Wenn ich sie trainiere und denke über mein Angebot nach, ich melde mich in ein paar Tagen wieder. So, da sind wir auch wieder im Ladebildschirm. Ja, es ist, wie gesagt, leider mehr wieder Arcade geworden als Simulation, was den Spielspaß aber nicht wirklich drosselt. Es macht immer noch genauso viel Spaß wie vorher. Ich hab dir ja gesagt, dass das letzte Rennen Interesse wecken würde. Hast du schon von Patrick Callahan gehört? Er ist der Grund, warum wir heute hier sind. Er hat so eine Idee von einer World Racing Series, die die Welt im Sturm erobern wird, wie er sagt. Das ist heute eine Art Testlauf, also zeig ihm, was du kannst. Nimm dir etwas Zeit, um die Strecke kennenzulernen, bevor du richtig Gas gibst. So, die Lenkung ist auch sehr, sie fängt wirklich schnell an. Ich muss echt nur kurz antippen und der lenkt schon wie eine Sau. Okay, nach diesem weiten Bogen kommt eine echt giftige Linkskurve. Halt dich rechts und orientier dich an den Schildern, um deinen Bremspunkt richtig zu erwischen. So, grafisch sieht es natürlich wirklich schön aus. Und achte auf die Markierung, sonst schießt du über die Kurve hinaus. Besser als 1 würde ich sogar auch sagen. Besser als Dirt 3 auf jeden Fall. Gut gemacht. Du hast den Bremspunkt sauber getroffen. Okay, jetzt geht's ans Driften. Bau Tempo auf, tipp auf die Bremse und lenk hart in die nächste Kurve ein. Halt das Lenkrad eingeschlagen, bis das Heck ausbricht. Dann gehst du aufs Gas, um im Drift zu bleiben. Mach dich bereit. In der nächsten Kurve will ich einen Drift sehen. Gut gehalten und gutes Tempo. Das sieht schon wie bei einem Profi aus. So, wenn er nicht so viel labern würde, könnte ich auch mal was sagen. Die nächsten Kurven nach der Brücke sind etwas enger. Scheu dich nicht, kurz das Gaspedal zu lupfen, wenn es nötig ist. Du kannst ruhig mal kurz vom Gas gehen, um das Tempo auszubalancieren. Okay, jetzt mit Vollgas auf die Zielgerade. So, darf ich jetzt auch mal was sagen? jetzt habe ich den Faden leider verloren. Ist aber auch nicht schlimm. Hey, das war wirklich beeindruckend. Du wirst garantiert von Patrick hören. Weil ihr wahrscheinlich... Ne, jetzt kann ich mal kurz Pause drücken. Perfekt. Kann ich was dazu sagen. Und zwar, wo war ich denn eben? Wenn ich doch nur meine eigene Aufnahme jetzt schon sehen könnte, dann könnte ich euch das sagen. Das Driften auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein ganzes Stück schwerer geworden als im ersten Teil. Jetzt fällt mir auch wieder ein, wo ich war. Und zwar grafikmäßig sieht es auf jeden Fall schon mal schöner aus als Grid 1 und Dirt 3 und so weiter. Ich weiß aber nicht, ob sie die gleiche Engine benutzt haben oder jetzt eine neue. Wenn es die gleiche ist, muss ich ihnen auf jeden Fall Respekt sagen. Da haben sie auf jeden Fall aus der Engine schon nochmal ein ganzes Stück mehr rausgeholt. Wenn es eine neue Engine ist, was ich wohl eher glaube, weil auch die Fahrphysik halt komplett anders ist als in jedem neueren Codemaster-Rennspiel, ist es
Ja, würde ich halt sagen, dass es eine neue Engine ist. Selbst dann würde ich sagen, hätte man eigentlich ein bisschen mehr rausholen können aus der Grafik. Weil die neuen ganzen Engines, die mittlerweile auf dem Markt sind, da kann man so viel rausholen, dass selbst mein PC nicht mehr mithält. So, dann wollen wir mal hier Session beenden, sollten wir machen, stand da. Dann machen wir es auch mal. Und dann labern die bestimmt wieder, wenn der Ladebildschirm hier wieder vorbei ist. So, was steht hier? Gefahrene Karrieredistanz 4,7, was? MI? Ich beobachte die Rennszene seit einiger Zeit. Und mit deiner Leistung in Chicago hast du dir die Testfahrten auf dem Indianapolis Speedway verdient. Mein Plan sieht wie folgt aus. Ich möchte eine weltweite Rennserie ins Leben rufen. Die High-Speed Racer aus den USA sollen in einem Wettbewerb gegen die Technikspezialisten aus Europa und die Driftkönige aus Asien antreten. Und so den besten Fahrer der Welt ermitteln. Aber zuerst einmal müssen wir Interesse wecken. Und hier kommst du ins Spiel. Ich habe den Kontakt zu einigen der bekanntesten Racing-Clubs in den USA hergestellt. Wenn wir es schaffen, diese Clubs ins Boot zu holen, ihre Fahrer unter Vertrag zu nehmen und das Interesse ihrer Fans zu gewinnen, dann können wir eigene Events veranstalten. Ich brauche nur ein paar Informationen, damit meine Leute die Verträge aufsetzen können. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Lass es uns angehen. So, jetzt müssen wir unseren Namen eingeben, wie im ersten Teil, beziehungsweise in fast jedem neueren Codemaster-Teil, also Dirt 3 zum Beispiel auch, oder Dirt 2 ist das, glaube ich, auch schon. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass die direkt einen schönen Wagen gegeben haben, und zwar einen Mustang halt, also ein Muscle Car, weil ich liebe Muscle Cars. So, Spieler löschen, und dann nehmen wir natürlich Sera und als Nachname natürlich Cry, na, zuerst mal eins löschen, Crytex LP. Zusammengeschrieben, auseinander. Ah, was sieht besser aus? Ich glaube, zusammengeschrieben. Lass mal zusammengeschrieben. So, Alter. Ha! Ich muss mein Alter nicht mal perfekt angeben. Ihr dürft ja jetzt raten, wie alt ich bin. Aber ich verrate euch auf jeden Fall schon mal, dass ich deutsch bin. Und weiter. So, ich denke mal einen Spitznamen, weil meine ganzen, also meinen Namen haben sie überhaupt nicht drin. Hatten sie noch nie. Wobei, komm, gucken wir mal nach. Vielleicht haben sie ihn echt drin, ne? Kann ja sein, dass sie es erweitert haben. So, hoch, 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 hoch. Oh mein Gott, die haben zwar meinen mittleren Namen. Ich bleibe jetzt nicht mal extra drauf stehen, weil sonst wisst ihr ihn. Aber meinen ersten Namen haben sie nicht drin. Egal. Dann nehmen wir halt einen davon. Silberpfeil. Silberpfeil. Ne, erinnert mich mehr an Mercedes. Da gab es da mal irgendwas in den 30er oder Jahren ungefähr. Da gab es immer diese Anfangsrennen, also die da, ja, in England war das, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. England oder Italien, Frankreich, irgendwie so. Da gab es halt immer Rennen. Natürlich auch in Deutschland damals. Das war, glaube ich, sogar schon unter Hitlers Führung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und da gab es halt einen Mercedes, ein silberner Wagen, der nannte sich auch immer Silberpfeil. Das erinnert mich immer daran. Woher ich das weiß, also ich kann nicht 100% sagen, dass es das jetzt richtig war, was ich gesagt habe. Guckt lieber mal selbst nach. Ich tue jetzt keine Verantwortung dafür übernehmen. Ich weiß es halt nur aus dem Spiel. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang mal gespielt. Jetzt fällt mir der Spielename leider nicht ein. Das war sowas wie GTA, nur im halt in den 40er Jahren. Beziehungsweise, ja doch, 40er Jahren ungefähr, wo halt Hitler an der Macht war, wo man so einen Franzosen oder so gespielt hat. Der Name fällt mir nicht ein, aber vielleicht Let's Play ist er noch, dann kann ich es euch nochmal sagen. So, was haben wir denn noch? Straßen, was? Ach, Rüpel, ich habe Krüppel gelesen. Streckensau, Superheld, Taifun, Tempomat, Temposünder, Tiger, Torpedo, Turbo. Turbofetischist. Auf jeden Fall. Wirbelwind, Wildsau, nichts das Orga, was Besseres? Racheengel, Rakete. Na? Nehmen wir Phoenix. Gefällt mir. Anmeldung brauchen wir nicht. Abbrechen. Ich will sowieso nicht online spielen. So, für selbstbewusste Fahrer, die Freude am Rennsport haben, was gibt's hier noch? Amateurs, also das Kleinste, was hier geht. Für Rennspielneulinge. Dann für alle, die schon mal Rennspiel gespielt haben. Und dann für selbstbewusste Fahrer, die Freude am Rennsport haben. Schwer für erfahrene Racer, die eine Herausforderung suchen. Profi für alle, die ihr Können auf den echte Probe stellen möchten. Dann bleiben wir bei normal.
Schaden lassen wir auch mal vollständig. Was gibt's aber noch? Nur optisch Schaden ist eine Option. Das wirkt sich nicht auf das Handling oder den Zustand des Fahrzeugs aus. Das ist ja langweilig. Wobei mir das aber schon aufgefallen ist, eben im Rennen. Der Schaden ist hier auch viel niedriger als in Grid 1. Also das, in Grid 1 hast du echt die ganzen Stürze gegen die Wand, die ich eben gemacht habe. Da wäre das Auto schon längst kaputt gewesen. Und man hätte eine Rückblende benutzen müssen. Hier ist das auf jeden Fall schon mal stark zurückgegangen. Was wieder dafür spricht, halt, dass es mehr ins Arcade geht und nicht in die Simulation. Als erstes wurdest du vom New Union Race Club eingeladen, gegen seinen Topfahrer Harrison Carter anzutreten. Wenn du mit ihm mithalten kannst, weckt das sicher sein Interesse, bei uns mit einzusteigen. Das Menü allgemein finde ich schön, dass es hier halt so ein Bildschirm ist von einem Computer, ne, und so eine Internetseite sozusagen, wahrscheinlich im Windows 8-Stil, wie ich unten an der Leiste erkenne oder so. Kann natürlich auch ganz normal was anderes sein, weil rechts oben auch noch X ist. Ist ja egal, auf jeden Fall ein Computer. Ich denke mal, die dürfen auch nicht 100% irgendwas nachmachen, sonst müssen sie ja noch Lizenz an Windows bezahlen, weil anscheinend haben sie an YouTube nämlich bezahlt, wie ihr eben gesehen habt, dass da YouTube-mäßig irgendwas war. Aber ich kann ja schon mal das komplette Menü zeigen, und zwar gehe ich mal hier zurück. Dann seht ihr halt am Computer, kann ich Karriere, benutzerdefinierte Events oder Splitscreen machen. Dann kann man nochmal zurückgehen. So. Dann hat man halt hier Events, das heißt hinten der Computer. Dann meine Fahrzeuge kann man angucken. Dann Optionen, Extras natürlich. Und DLC Store, da kann man DLCs kaufen. Und beenden. So, DLCs habe ich nämlich auch schon alle. Meine Fahrzeuge, was kann man da nachgucken? Fahrzeug wechseln. Mal gucken, was haben wir denn alles? Stufe 1 gibt es hier, Stufe 2. Also wie gesagt, es ist für mich auch alles gerade total Neuland. Ich spiele es gerade zum ersten Mal auch. Was haben wir hier? 2 Autos. Einmal ein Ford. Ah, die fahren ihn sogar raus und holen wieder rein. Das sieht auch mal cool aus. Nun tun wir mal den Alfa Romeo reinfahren. Na, laden. Wie kann man das angucken? Fahrzeug anzeigen 4. Das war die Taste auf dem Controller. Da seht ihr den. Selbst steuern. Man kann nur ein bisschen die Kamera hin und her schwenken, aber die Kamerafahrt selbst macht er. Also sieht nicht schlecht aus, der Wagen. Zurück. Zurück. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. So, dann haben wir hier Stufe 2. Keine Ahnung, was die Stufen jetzt bedeuten. Da haben wir noch einen Dodge Challenger SRT8. Ist auch ein Muscle Car. Zurück. Na komm, lad schneller. So, T3. Was haben wir denn hier? Oh, ein Honda NSXR haben wir da schon drin. Den kann ich mir auch gerne mal angucken. Ist nämlich ein schöner Wagen. Erinnert mich eher an immer so eine Corvette. Meine Z6 zum Beispiel, die hat Ähnlichkeiten, zumindest von hinteren Teilen von der Seite so gesehen. Natürlich gibt es feine Unterschiede, Profis kennen das, aber ich bin kein Profi. Ich bin froh, wenn ich erkenne, ob das ein Coupé ist oder ein Roadster oder sonstiges. Mit Autos habe ich eigentlich weniger am Hut. So, T3 hatten wir gerade. T4 gibt's noch. Ein SLR, McLaren. Oh, da wird sich der Chris freuen. Der ist so ein Mercedes-Freak. Der kennt sich auch mit Autos eigentlich gut an, aus. Keine Ahnung, warum er keine Autorennen-Let's Play. Dann kann ich ihm das mal hier zeigen. Sieht sehr schön aus. Also die Rennfahrzeuge von Mercedes gefallen mir auch. Aber, so wie er die ganze Zeit mit seinen Mercedes da angibt, und die sehen dann total hässlich aus, also die Straßenmodelle, da kann ich überhaupt nicht abhaben. Aber das hier gefällt mir so. Ja, das ist so extravagant, keine Ahnung, wie ich das erklären soll, als das Bodykit. Na, das sieht sehr schön aus, aber das kann man natürlich nicht auf der Straße fahren wahrscheinlich. So, was haben wir hier noch? Ein McLaren. McLaren, war das doch, das gehörte auch zu Mercedes? Oder war es eine eigene Firma? Ich glaube, es war eine eigene Firma. So, mal gucken. Das sind so diese High-End-Dinger. Das erinnert mich eher schon an Lamborghini. Obwohl es ein McLaren ist. Ah, sieht nicht schlecht aus. Jetzt könnt ihr auch mal schön noch die Grafik sehen, dass sie da wirklich viel Arbeit reingesteckt haben. An den Spiegelungen und
an den ganzen, nicht doch Texturen auch, klar, aber auch an den ganzen Modeling. Sieht alles sehr schön abgerundet aus, beziehungsweise eckig da, wo es sein soll. Da steckt eine ganze Menge Arbeit drin. So, dann haben wir noch eine Kategorie gehabt, das war glaube ich Indie-Cars. Das sind dann wahrscheinlich so extravagante. Das sind nicht teure, sondern wirklich diese Spezialcars. Ah, wie ich sagte, ein Spezialcar, und zwar sieht das aus wie ein Formel-1-Wagen. Können wir uns auch mal nochmal angucken. Oh. Das sieht ja fast aus wie ein Weltraum, wie eine Rakete hier, so ein Weltraumflugzeug. Wenn man die Reifen abmacht und ein paar Flügel dran baut. Darauf freue ich mich schon mal, mit dem zu fahren. So, aber mal zurück zum Spiel. Rum. Ich dachte, wir bleiben zuerst mal bei dem Wagen, außer wir brauchen für irgendein Rennen halt was Spezielles. So, dann machen wir mal Lackierung anpassen. Also anscheinend kann man hier farbenmäßig wie bei Teil 1 halt viel verändern, aber anscheinend nicht den Motor oder so verstärken, also die Autos selbst bleiben. So, da haben wir zuerst mal Mustang. Ja, jetzt muss ich zuerst mal gucken. Ah, hier kann ich Kamera drehen. Hoch und runter kann ich anscheinend auch, ja. So. Moderne Tribals. Na, mal durchgucken. Na, es ist zu wenig, das ist zu viel. Oh, das sieht so digitalmäßig aus. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Oh, gehen wir mal weiter. Was ist das? Ach, wieder modern. Traditionell, traditionell. Ah, das sah auch nicht schlecht aus. Das sieht fast so eine Art Flammen aus. Aber so richtige Flammen habe ich noch nicht gesehen. Oh, das sieht wirklich künstlerisch aus. Warte, kann man mehr hinten gucken? Oh, die Kamerafahrt, wie ihr seht, die schwankt wirklich so. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Wobei man aber so halt nicht einen perfekten Überblick kriegen kann. Sieht aber sehr schön aus. Ah, gucken wir mal weiter. Oh, das gefällt mir auch so japanisch-mäßig. Bin ein richtiger Japan-Fan eigentlich. Weil die Kultur gefällt mir sehr. Nicht nur Animes, auch die Kultur selbst. Grafisch. Was haben wir hier noch? Das sieht auch nicht schlecht aus, wenn man da die Farben verändert. Ja, das ist aber wieder ein großes Problem für mich, muss ich sagen. Es ist zwar schön, dass man viel Vielfalt hat, also Auswahl und so weiter. Nur ich kann mich da nie entscheiden. Ich gucke jetzt nochmal für euch nochmal schnell alle im Schnelldurchlauf ein bisschen durch. Blumen sehen auch nicht schlecht aus. Ich könnte mich eigentlich schon gar nicht mehr entscheiden. Muster. Oh, das sieht Army-mäßig aus. Da hinten ist auch schon das Ende. So. So, dann gehe ich mal zurück. Welches nehme ich jetzt, ist die Frage. Das. Komm, nehmen wir einfach das. Gehen wir mal schnell noch die Farben durch. So, anscheinend ist die Karosserie. Oh, da kann man jetzt auf jeden Fall mehr einstellen als im ersten Teil. Perleffekt, Metallic, Matt. Zuerst mal eine andere Farbe. Das ist doch nicht zu ertragen. Hier ein Rot. Ne, mal gucken. Die haben doch bestimmt auch ein Schwarz. So, und da kann man... Erste Schattierung, zweite Schattierung, da komme ich leider nicht hin. Das liegt wahrscheinlich an der Lackierung. Ja, an der Lackierung. Flipflop. Was war Flipflop? War das nicht dieses Hin- und Her-Gewechsel von zwei Farben? Falls ihr es seht, so sieht es grau aus, so sieht es schwarz aus. Aber Pearl-Effekt ist doch das gleiche, oder nicht? Oder ist da ein anderer? Hm, keine Ahnung. Ich kenne mich ja, wie gesagt, nicht so gut aus. Glänzen ist, glaube ich, die Standard, was man heutzutage fast bei jedem Auto hat, wenn man es neu kauft. Da seht ihr das. Ne? So, Metallic ist natürlich nochmal eine ganze Ecke leuchtender und matt. Matt sieht ja, ist da total nicht leuchtend. Da stehen immer die ganzen Gangster drauf, auf die schwarz-matt. Ich denke, bei dem Wagen sieht es aber gar nicht mal so schlecht aus. Sieht, ey, das,
Das haben die richtig schön hingekriegt. Das sieht wirklich matt aus. Wenn ihr den Unterschied jetzt vom Tribal und vom Auto seht, also von der Karosserie selbst, das haben die richtig schön hingekriegt. Ich glaube, ich lasse das sogar mal. So. Dann Musterfarbe. Seht ihr nämlich, dass halt glänzend hier ausgewählt ist. Ja, ich glaube, ich bleibe auch bei glänzend. Ihr seht, bei Metallic sieht das so ja, metallisch halt aus. Ich bleibe mal bei glänzend. Aber nicht schwarz. Ich glaube, eine Kontur in weiß sieht bestimmt auch schön aus. Dann zweite Farbe. Wird wahrscheinlich rot bleiben. Nicht so hell. Nee, muss glänzend bleiben. Ah, unten dieses Musterfarben-Ding, das gefällt mir gar nicht in diesem Grau. Gelb. Pink. Also ich tue mal Kamera mehr von vorne drauf, dann sieht man es wahrscheinlich besser. Ah, blau. Ich glaube, da passt gar keine Farbe zu. Doch schwarz könnte dazu passen. Lassen wir einfach mal so. Gefällt mir. Felgen kann man hier anscheinend nicht verändern. Noch nicht. Kommt bestimmt noch. So, zurück. So, Zahl. Ach, man kann eine Zahl draufhauen. Man kann Ziffern einstellen. Wie viele? Maximal 3. 0, 1, ja. Fällt mir gerade eine Zahl ein? Nö. Lassen wir mal Zahlen weg. Muss ja nicht drauf. So, Felgen. Ah, hier kann man Felgen verändern. Gucken, ob wir schöne finden für den Wagen. Sollte nicht zu modern aussehen, aber auch nicht zu alt. Ist ein Muscle Car und kein Mercedes oder so oder Viper. Ne, Viper ist auch ein Muscle Car. Also ich gehe mal ein bisschen schneller durch und gucke mir unten die Bilder an. Die haben mir früher mal gefallen bei Need for Speed. Ah. Die zum Beispiel hat viel zu viele Speicheln. Ich dachte, geht Sternformat. Ich glaube, ich eben hatte ich welche gefunden, die passten eigentlich ziemlich gut. Wie sehen die aus? Ja, die könnten wir nehmen oder. Wo waren sie? Hab sie eben noch gesehen gehabt. Gehen wir nochmal zurück. So, da ist der Anfang. Welche hat mir ebenso gut gefallen? Ach, die hier waren das, glaube ich. So, die oder die anderen jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Ich gucke mir die anderen nochmal an. Wenn ich es jetzt auf Anhieb finde. Weil die sehen auch wieder gut aus. Ja, ihr seht, ich habe ein großes Problem beim Entscheiden. Ich nehme jetzt einfach mal die. Die passen gerade. So, Felgen. Dann kann ich schon mal gucken, bei Felgenfarbe kann man die hier verändern jetzt? Ja, man kann sie jetzt verändern. Ich guck mal, was man hier verändern kann. Ihr seht, was da verändert wird. Leicht. Ich guck mal von der Seite rein. Dann seht ihr es vielleicht besser. Nicht wirklich. Ich mach mal schwarz, komm. So, zurück. Felgen ablegen, abrufen. Was bedeutet das? Ablegen. Ah, da kann man die wahrscheinlich speichern, die Einstellungen. Ich mache jetzt einfach mal fertig. Auf alle Fahrzeuge anwenden. Ich mache nur auf dieses Fahrzeug. Da können wir auf diesen anderen. Ja. Gut, zurück. Dann sind wir mal fertig hier. So, ich guck mal gerade auf die Uhr. Und ich sehe, 20 Minuten ungefähr habe ich jetzt schon. Circa. Deswegen würde ich sagen, mache ich zuerst mal hier auf jeden Fall mal einen Cut. Ihr habt schon mal einen kleinen Eindruck von der Fahrphysik erhalten, von den Einstellungsmöglichkeiten am Auto, vom Menü. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen schon mal. Ich hoffe, ihr konntet jetzt schon an der ersten Folge sehen, ob das Spiel schon für euch was ist oder ob ihr keine 40 Euro dafür ausgeben möchtet. Ja, wie immer, könnt ihr gerne kommentieren, posten. Ihr könnt das Video teilen und natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!